Wir brauchen noch 1,5 Millionen heute zusätzlich. Jeden Morgen, kurz nach 10, im Rathaus von Essen. Kann ich mit Ihnen über unsere 300 Millionen sprechen? Ich würde gerne unseren Kassenkredit mit Ihnen verlängern. Es geht ums ganz große Geld. Hier wird um Millionen gefeilscht. Clemens Stoffers ist Schuldenmanager. 200 Millionen haben wir. Es geht um Kassenkredite, eine Art Dispo. Zwischen 600 und 800 Millionen Euro leiht er sich. Bei den Banken. Aber nicht für sich, für die Stadt. Ohne frisches Geld kann Essen dicht machen. Das ist die Methodik bei diesen Krediten. Wir nehmen sie als Overnight-Kredite auf. Das heißt, ich nehme sie heute auf, bis morgen. Und morgen würde ich sie wieder zurückzahlen, wenn ich sie nicht wieder verlängere. Schulden mit neuen Schulden bezahlen. Ein Leben auf Pump mit billigem Geld. Das Problem, was darin steckt, das wird nicht auf Dauer so weitergehen. Und wenn wir jetzt 800 Millionen heute zu 0,40% aufnehmen können und irgendwann im Laufe der Zeit würden die mal 4% kosten, würden sich die Zinsen, die wir zahlen müssen, für diesen Betrag schon verzehnfachen. Und das ist das Risiko, was auch in diesen niedrigen Zinsen liegt. Über 2 Milliarden Euro Kassenkredite hat allein die Stadt Essen aufgenommen. Noch funktioniert das tägliche Bankengeschäft. Doch die Entwicklung bedrohlich. Nordrhein-Westfalens Städte stecken mit 57 Milliarden Euro in den Miesen. Rechnet man die Schulden des Landes hinzu, sind es sogar 232 Milliarden. ZDF Zoom will wissen, wer ist wirklich schuld an der Pleite Nordrhein-Westfalens? Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Keine neuen Schulden mehr. Damit buhlen einige Parteien um Wählerstimmen. Auch Bürgermeister hochverschuldeter Ruhrgebietsstädte melden sich zu Wort. Der Solidarpakt sei schuld, dass ihre Städte immer tiefer in den roten Zahlen steckten. Zu viel Geld, das vom Westen in den Aufbau Ost fließe. Viele Städte hier im Westen müssen Kredite aufnehmen, um den Solidarbeitrag für den Osten aufzubringen, müssen selber in der gleichen Zeit aber öffentliche Einrichtungen schließen. Das ist nicht gerecht, das ist nicht sachgerecht. Das System ist über 20 Jahre alt, es hat sich überlebt und in seiner Ausrichtung, wie es im Augenblick zu bewerten ist, hat es schon perverse Züge. Was der Dortmunder Oberbürgermeister nicht sagt: Die Transferzahlungen in den Osten sind nicht das eigentliche Problem. Die Frage nach den Ursachen für die Pleite ist so leicht nicht zu beantworten. Der Blick auf die Karte von Nordrhein-Westfalen zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Dunkelrot das Ruhrgebiet. Durch das Aus für Kohle und Stahl sind viele Städte so gut wie pleite. Inzwischen ist alles städtische Vermögen, alles Eigenkapital aufgebraucht. Ein Privatunternehmen wäre in so einer Situation längst insolvent. Im Duisburger Schienenwerk glüht der Stahl bei 1200 Grad. Schienen werden hier gegossen, seit über 100 Jahren. Kohle und Stahl, das war lange das Ruhrgebiet. Schienenbauer Voestalpine hat Aufträge, die Kumpel haben Arbeit. Aber nicht mehr lange. Über Jahrzehnte haben Hersteller die Preise abgesprochen. Damit ist es jetzt vorbei. Die Preise sind im freien Fall. Und deswegen wurde der Beschluss gefasst, mit frühestens zum Jahresende 2012 dieses Unternehmen zu schließen. Denn was nützen Investitionen in Forschung und Entwicklung, wenn sich die Produktion nicht mehr rechnet? Auf dem globalen Markt gibt es längst billigere Anbieter. Wir müssen wirtschaftlich rechnen, das geht ja gar nicht anders. Also es ist ja so, dass wir als Wirtschaftsunternehmen wirtschaftlich rechnen müssen. Wieder verschwindet ein Stück Wirtschaftsgeschichte aus dem Revier. Das letzte Schienenwerk Deutschlands macht dicht. 400 Mitarbeiter hören noch einmal, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Aber von netten Worten wird man nicht satt. Das bedeutet für sehr, sehr viele Kollegen letztendlich ganz klar, ja, eigentlich den Durchmarsch in Hartz IV. Wir haben ein Durchschnittsalter in der Belegschaft von knapp 50 Jahren.
und in Duisburg eine Arbeitslosenquote deutlich im zweistelligen Bereich, gucke ich auch mal ganz vorsichtig aus, also infolgedessen die Chancen sind da schon sehr gering für die Kollegen, da einen neuen Job zu kriegen. Und wieder macht ein Betrieb dicht. Jobverlust. Für die Stadt bedeutet das mehr Sozialausgaben statt Steuereinnahmen. Im Rathaus summieren sich die Schulden auf über 3 Milliarden Euro. Derzeit zahlt die Stadt gut 300 Millionen Euro Sozialleistungen im Jahr. So sind die Gesetze des Bundes. Sparen könnte der Kämmerer, Prestigeobjekte und Wahlgeschenke nicht bezahlen. Doch dann bekäme er schnell die Quittung, sagt uns Eberhard Kanski. Er kennt die Spielregeln ganz genau. Die Kämmerer sind eigentlich klar denkende Menschen. Das ist meine langjährige Beobachtung hier in Nordrhein-Westfalen. Aber sie haben ein Arbeitsplatzrisiko. Wer sich als Kämmerer vielleicht zu weit nach vorne wagt, Kritik äußert, der muss damit rechnen, dass er in sehr kurzer Zeit, nämlich in 8 Wochen, wenn es für ihn schlecht läuft, abgewählt wird. Der verliert seine Einkünfte. Und da kann man natürlich verstehen, dass der eine oder andere Kämmerer die Füße stillhält, weil er an sein Girokonto denkt. Von der Stadtspitze will niemand mit uns darüber reden. In der Not erhöht Duisburg die Steuern und setzt damit eine Abwärtsspirale in Gang. Firmen zahlen in Duisburg extrem hohe Gewerbesteuern. Nicht gerade ein Standortvorteil. Ratsherr Frank Rich, der sich im Wirtschaftsausschuss der Stadt engagiert, gibt zu, dass nicht genug neue Jobs entstehen. Ja, das ist unser Problem. Nicht genug. Also die Montanindustrie hat ja alleine seit 1980 ungefähr 64.000 Arbeitsplätze abgebaut. Wenn Sie das multiplizieren mit den Familien, die davon gelebt haben, sind da eine Menge Bürger von betroffen. Und das haben wir nur zum Teil aufholen können. Im schicken Innenhafen zum Beispiel sind Callcenter, Gastronomie und Werbeagenturen eingezogen. Stahlarbeiter aber finden da keine gut bezahlte Arbeit. In Duisburg lebten mal 620.000 Menschen, weil es hier Lohn und Brot gab. Heute sind es noch 490.000, Tendenz fallend. Was macht das mit einer Stadt, wenn die Menschen aus ihr flüchten? In Bruckhausen frisst sich der Abrissbagger durch die ehemaligen Wohnstuben. Ganze Straßenzüge verschwinden. Abriss West. Duisburg schrumpft, aber Duisburg will nicht verfallen. Deshalb werden in 3 Stadtteilen traditionsreiche Arbeiterviertel zurückgebaut. Jascha Domusch zeigt uns Bruckhausen, sein Viertel, in dem er seit 30 Jahren zu Hause ist. Den Abriss findet er schlimm, wie so viele hier. Aber die fetten Jahre sind nun mal definitiv vorbei. Hier war ja schön. Hier hat ja Leute gelebt, hier jahrelang, 30 Jahre alle zusammengelebt und war sehr gut hier. Ne? Das ist ein Stadtteil ohne Krieg verloren hier. Ne? Auferstehen aus Ruinen soll Bruckhausen. Hier, wo mal Malocher wohnten, wird ein Grüngürtel entstehen und die Restviertel aufwerten. Die Hälfte der Kosten übernimmt ThyssenKrupp, die anderen Mittel kommen aus Fördertöpfen von Bund, Land und EU. Die Stadt selber hat kein Geld dafür. Wenige Kilometer weiter. Auch die Stadt Essen erstickt in Schulden. Wie konnte es dazu kommen? Wir treffen Lars Martin Kliewe, den Kämmerer von Essen, seit knapp 3 Jahren im Amt. Kliewe hat es geschafft, die städtische Verschuldung zu bremsen, eisern zu sparen. Aber Sozialausgaben muss er zahlen, wie sein Kollege in Duisburg. Wohngeld, Hartz IV oder Kitas zum Beispiel, mittlerweile eine extreme Belastung für die Stadt. Wenn Sie sich das anschauen, die Kurve geht fast beständig nach oben und inzwischen sind die Sozialtransfers rund die Hälfte unseres gesamten Haushaltsvolumens. Also wir haben ein Haushaltsvolumen von etwas über 2 Milliarden und gut die Hälfte davon entfällt auf Sozialtransfers. Das sind Aufgaben von nationalem Rang. In Deutschland organisieren wir es aber im Wesentlichen darüber, dass es kommunal finanziert wird. Das heißt, der Bund beschließt das und drückt sozusagen die Kosten oder wälzt die Kosten auf die Kommunen ab? Ja. Früher war die Stadt einmal richtig reich. Der wirtschaftliche Aufstieg Essens. Untrennbar verbunden mit der Familie Krupp. Doch das ist lange her.
Mittlerweile fehlt das Geld überall. Jahrelang hat die Stadt pro Tag 1 Million Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat. Das Rad zurückzudrehen, nicht leicht. Hat sich Essen möglicherweise auch zu lange auf diesem dicken Finanzpolster ausgeruht? Also tatsächlich ist es so, dass mit den Veränderungen aus dem Strukturwandel, aber auch aus dem demografischen Wandel, der sich ergeben hat, man nicht direkt Schritt gehalten hat. Dass insbesondere man auf den gewohnt hohen Einnahmen sich auch hohe Ausgaben erlaubt hat und dass die Entwicklung nicht dann Schritt gehalten hat, dass man nicht früh genug sozusagen eine Kultur des Sparens entwickelt hat. Inzwischen gibt es viel mehr alte Bürger als junge. Damit bricht ein Teil der Steuereinnahmen weg. Gleichzeitig aber ist die Erwartungshaltung der Bürger im Laufe der Jahrzehnte stetig gewachsen. Das Amt um die Ecke, das Schwimmbad im Viertel, sparen ja, aber keiner ist bereit zu verzichten. Im Norden der Stadt wird zurzeit kräftig gebaggert und gebaut. Ein schickes, modernes Fußballstadion soll her. Und das, obwohl der Traditionsclub Rot-Weiß Essen in der 4. Liga dümpelt. Im Rathaus stimmte eine breite Mehrheit für den Neubau. Wieder 42 Millionen Euro neue Schulden für Essen. Wir fragen den Oberbürgermeister, wie er das angesichts leerer Kassen rechtfertigt. Es ist etwas, was die Menschen brauchen. Das ist Identifikation, das ist ein Stück Heimat, so ein Stadion. Und das ist etwas, was auch eine Stadt in die Zukunft führen wird, weil damit auch ein Stückchen Optimismus und Zukunft verbunden ist, wenn man etwas baut. Und wie gesagt, ein Stadion gehört einfach dazu. Optimismus und Zukunft? Selbst wenn die Stadt nur 10 Millionen Euro im Jahr zurückbezahlen würde, wären die Schulden in 1000 Jahren noch nicht abbezahlt. Wie ist so ein Zeitraum überhaupt dem Bürger noch vermittelbar? Ja, das ist nicht vermittelbar. Der Mensch lebt nicht so lange, deshalb kann er sich so etwas wirklich nicht vorstellen. Das sagt aber auch ganz klar, dass wir diese Altschulden, die aufgelaufen sind aufgrund verschiedenster Ereignisse, deren einzelne Ursache man gar nicht alleine heranziehen kann, dass wir diese auch nur abbauen können mit Hilfe anderer. Das heißt, an der Stelle ist dann Land und Bund gefragt. Doch Land und Bund sind selbst hochverschuldet. Große finanzielle Unterstützung ist nicht zu erwarten. Eine der Hoffnungen liegt auf der grünen Wiese. Eine Ackerfläche im Süden, dem schickeren Teil von Essen. Dort würde die Stadt gern eine neue Wohnfläche ausweisen. Für Mitarbeiter der Zentrale von ThyssenKrupp, die von Düsseldorf nach Essen zurückgekehrt ist. Junge Familien, neue Steuerzahler. Doch vor Ort formiert sich Protest. Eine Bürgerinitiative blockiert die Pläne. Sie fürchten noch mehr Verkehr und Schaden für die angrenzende Natur. Es gibt in Essen deutlich über 20.000 leerstehende Wohnungen. Es gibt Stadtteile mit einem starken, mit einem Gefälle in Richtung soziale Problemsituationen. Da müsste die Stadt viel, viel intensiver werden. Da wären Effekte zu erreichen, die mit denen, die hier erzielt werden könnten, nicht zu vergleichen sind. Der Kämmerer von Essen kann solche Argumente nicht nachvollziehen. In den Nachbarstädten wird sich keiner darum scheren, dass wir keine Baugebiete ausweisen. Die werden dann anderswo entstehen. Ist das der Fluch der Demokratie? Von Professor Martin Junkern-Heinrich wollen wir wissen, warum eine Stadt jahrelang über ihre Verhältnisse lebt, immer mehr Schulden anhäuft. Hohe Erwartungen der Bürger auf der einen Seite, das Buhlen um Wählerstimmen auf der anderen. Es ist eine große Verführung, statt unpopuläre Kürzungsmaßnahmen durchzusetzen, stattdessen Schulden aufzunehmen. Wenn Sie Schulden aufnehmen, ist das eine Entscheidung im Stadtrat oder im Landeshaushalt, ein unangenehmer Tag und dann hat man für ein Jahr die Gegenfinanzierung gesichert und das auf zukünftige Generationen abgewälzt, das Thema. Angesichts der hohen Schuldenstände ist dieser Weg jetzt aber zunehmend verbaut. Die Zukunft verbaut. Viele Städte sind heute an diesem Punkt schon angelangt. Früher sah die Zukunft anders aus. Wir schauen uns Fernsehbilder aus den 70er Jahren an. Kumpel, Zechen, Fördertürme. Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen brummte. Die Rhein-Ruhr-Region gehörte zu den reichsten der Republik. Damals fütterte man noch die armen Agrarländer wie Bayern durch. Doch dann kam die Krise. Billige Importkohle aus dem Ausland. Die Folge? Das Land butterte Geld dazu. Viel Geld.
milliardenschwere Subventionen gegen den schleichenden industriellen Niedergang. Viele Wählerstimmen standen auf dem Spiel. Mit Subventionen auf Stimmenfang im Revier, teuer erkauft. Wir brauchen die Steinkohle. Und weil wir die Steinkohle brauchen, brauchen wir die Bergleute. Und ich bitte Sie, ein bisschen Vertrauen zu haben. Da rein, dass wir. Ich habe niemanden belogen. Versprechungen der Politik konnten den Niedergang der Schwerindustrie nicht aufhalten. So hangelte man sich von Wahl zu Wahl. Keiner hatte den Mut, das wirtschaftspolitische Ruder herumzureißen. Gerade die Bergarbeiter sind eine stolze Arbeiteraristokratie. Die hatten einen gefährlichen Beruf, die wurden gut bezahlt und die waren nach dem Krieg ganz entscheidend für das deutsche Wirtschaftswunder, für den Wiederaufbau. Die Stahlindustrie ebenfalls, das waren hochqualifizierte Facharbeiter. Und diesen Arbeitern sagen zu müssen, von Seiten der Gewerkschaften, von Seiten der SPD, euer Arbeitsplatz ist nicht mehr sicher, es geht nicht mehr aufwärts, war natürlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Einen Masterplan zur Rettung des Ruhrgebiets gab es nicht. Stattdessen vereinzelte Versuche, der Region einen modernen Anstrich zu verpassen. Weg von Stahl und Kohle. Die Eröffnung des Centro in Oberhausen, eines dieser Beispiele. Konsum statt Maloche. 1 Milliarde Euro hat der Bau dieses gigantischen, postmodernen Einkaufstempels auf einer alten Industriebrache gekostet. Kräftig gefördert vom Land. Knapp 5000 neue Arbeitsplätze sind entstanden. Bei Kohle und Stahl waren es Hunderttausende. Wenige Kilometer weiter das Trickfilmzentrum HDO. Die Medien- und Kinobranche als Retter an Rhein und Ruhr. Leuchtturmvision der damaligen Landesregierung. Von der Fabrik zur Traumfabrik, so steht es im Drehbuch nordrhein-westfälischer Medienpolitik. Ausgefeilte Digitaltechnik sollte Oberhausen zum Hollywood an der Ruhr machen. Post-Production, Nachbearbeitung von Spielfilmen also, bietet das Unternehmen als Dienstleistung an. 200 neue Arbeitsplätze sollten geschaffen werden, aber es wurden nur 20. Das Trickfilmzentrum wurde mit über 50 Millionen Euro vom Land gefördert. Ein Musterbeispiel für den Strukturwandel sollte es werden. Die Betreibergesellschaft aber machte Pleite. Kurz vor der Landtagswahl 2000. Negative Schlagzeilen, unerwünscht. Also mussten neue Investoren her und frisches Geld, das wieder versickerte. Die Landtagswahl aber war gewonnen. Und schließlich wurde Unternehmer Helmut Breuer geködert mit Aussicht auf Millionen Euro Fördergelder. Uns wurden beispielsweise Verträge mit den Voreigentümern gezeigt und auf den Tisch gelegt. Und uns wurde gesagt, auf der Basis könnt ihr mit uns weiterarbeiten. Das sah eine Förderung von jährlich 7 Millionen vor. Innerhalb von 3 Jahren 3 mal 7 Millionen. Das rechnet sich. Und da kann man schon eine Menge mit anfangen. Den Großteil der Fördergelder hat Breuer nie bekommen. Trotz eigener Millioneninvestitionen war das Geschäft nicht mehr zu retten. Die Fördermittel in den Wind geblasen. Bis heute stehen die Gebäude leer. Fördermittel, Investoren. Viel Geld ist unterwegs und jede Stadt buhlt um Zuwendungen. Investieren, um Chancen zu schaffen, koste es, was es wolle. Doch für jeden Griff in die Fördertöpfe muss die Kommune selber Geld beisteuern. Haben hochverschuldete Kommunen dafür überhaupt noch finanzielle Mittel? Im Innenhafen hat sich Duisburg selbst ein Denkmal gesetzt. Der britische Star-Architekt Sir Norman Foster hat moderne Lebensräume geschaffen. Aufbruch, Neuanfang, Zuversicht. Das ist die Aussage. Da passt ein Museum wie die Küppersmühle wunderbar ins Konzept. Ein architektonischer Leckerbissen, in dem hochkarätige moderne Kunst gezeigt wird. Ein Museum, das ein privater Sammler ausgestattet hat. Und der wollte es erweitern, um von der schönen Kunst, die wir hier zeigen, natürlich noch viel mehr zu zeigen. Und den Besuchern natürlich noch mehr von dem gesammelten Spektrum zugänglich zu machen. Ein viele Millionen Euro schweres Prestigeprojekt, das vor allem Sponsoren bezahlen wollten.
Ein Kubus auf dem Dach, eine Landmarke, mit der Duisburg weithin glänzen wollte. Das neue Wahrzeichen des Ruhrgebietes. Sollte es werden. Das nun am Boden liegt und rostet, weil es Pfusch am Bau gegeben hat. Die Stadt musste sich von Anfang an an den Kosten beteiligen, um Sponsorengelder zu sichern. Weil sie das wegen ihrer Schulden gar nicht darf, musste die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die GEBAG, ran. Diese Geschichten können auch tatsächlich in die Hose gehen, so wie wir das hier sehen. Sagt uns Frank Rich, ein Ratsherr, der selbst im Aufsichtsrat sitzt. Am Anfang hieß es, die GEBAG werde mit gut 1 Million Euro belastet. Nachdem viel schiefgelaufen ist, muss die städtische Tochter nun wohl um die 20 Millionen zahlen. Wir sind hinters Licht geführt worden, dass halt solche Aktionen auch immer günstiger zu bekommen sind, als man von vornherein darstellt. Das ist so eine allgemeine Schwäche, denke ich, auch der öffentlichen Hand. Es wird schön gerechnet. Es wird schön gerechnet, ja. Und wer zahlt am Ende? Ja, insgesamt der Steuerzahler sowieso. Millionengräber, in denen Pleitekommunen munter weiter Geld versenken. Das geht ganz einfach. Man gründet eine Firma. Und noch eine und noch eine. Allein die Stadt Duisburg hat über 50 sogenannte Beteiligungsgesellschaften, die Aufgaben und Ausgaben übernehmen, sogenannte Schattenhaushalte. Bietet das dem Stadtkämmerer viele Fluchtmöglichkeiten, um verdeckte Schulden zu machen? Man kann gestalten und man hat die Möglichkeit, in die Schattenhaushalte Investitionen hineinzunehmen, dort auch Schulden hineinzustecken. Und diese Schulden tauchen dann im Kernhaushalt der Stadt Duisburg nicht mehr auf. Das ist natürlich Sand, der in die Augen gestreut wird. Eine Stadt, die völlig pleite ist, kann also ein eigenes Firmennetz spinnen, um sich dort ungehindert weiter zu verschulden. Eigentlich müsste die Kommunalaufsicht viel näher hingucken. Aber es gibt viele in Nordrhein-Westfalen, und ich gehöre dazu, die sprechen nicht mehr von der Kommunalaufsicht, sondern von der Kommunalwegsicht. Auch der Versuch, über Schattenhaushalte Geld in die Stadtkasse zu spülen, scheiterte. Beim Stromversorger STEAG kauften sich jüngst 6 hochverschuldete Ruhrgebietsstädte ein. Sie wollten mitzocken im großen Energiepoker. Doch die erhofften Gewinne blieben aus. Der Kaufpreis insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro. Duisburg zahlt allein gut 200 Millionen. Für einen Konzern, der nicht nur das Revier mit Energie versorgt, sondern auch Indien und die Türkei. Wieder lief der Deal über eine Beteiligungsgesellschaft, über die Stadtwerke, vor allem über Kredite. Im Prinzip hätte die Kommunalaufsicht ein Stoppschild zeigen müssen. Denn mit Blick auf den riesigen Schuldenberg aller Städte hätte man sagen müssen, Füße stillhalten, so nicht. Aber das ist nicht passiert. Auch da könnte es natürlich wieder eine politische Abhängigkeit gegeben haben. Im Kern hätte sogar das Innenministerium ein Stoppschild zeigen müssen. Aber auch das ist im vergangenen Jahr hier in Duisburg nicht passiert. Politische Abhängigkeiten. In den vielen städtischen Tochtergesellschaften haben viele, die der Lokalpolitik eng verbunden sind, gut bezahlte Posten. Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte. Die Kosten zahlt der Bürger. Mehrfach. Das Tropenhaus hat keine Lobby. Statt satten Grüns ist nur noch öde Wüste zu besichtigen. Letzten Sommer war plötzlich Schluss. Die Bürger vom Förderverein durften nicht mal mehr die 100 Jahre alten Baumfarne wässern. Von heute auf morgen geschlossen. Die Häuser baufällig. Geld für Renovierung und Betrieb gibt es nicht. 300.000 Euro? Kein Denken dran, sagt uns der Leiter des Grünflächenamtes. Zum Thema Schattenhaushalt findet er klare Worte. Manchmal gibt es ja auch Möglichkeiten, sowas über städtische Töchter abzuwickeln, ne? Die das dann betreiben. Auch das ist städtisches Geld und sind Steuergelder. Und auch da ist genau derselbe Spardruck vorhanden. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier solche Diskussionen führen müssen, sondern das wird leider noch weitergehen. Das ist meine Perspektive. Immerhin dürfen sich die Bürger jetzt ehrenamtlich um die Aquarien kümmern und im verdorrten Tropenhaus mediterrane Beete gestalten. Wir bringen unsere Freizeit, unser Geld, unser Engagement hier ein. Aber das reicht, glaube ich, nicht. Was fehlt? Das Geld. Bürger tun was für ihre Stadt. Aber die hat manchmal nicht mal die Mittel, ein Ehrenamt anzunehmen. Schlimm findet der Bezirksbürgermeister, wenn eine ganze Gesellschaft im Würgegriff der Schulden ist.
Man hat das Gefühl, als wenn man den Strick schon um den Hals hätte und weiß nicht, wie man die restlichen Gelder noch verteilt. Und dann habe ich schon Angst, dass dann irgendwann der Gesellschaft die Luft abgedreht wird, sodass sie überhaupt keine Lust hat, mehr ehrenamtlich und engagiert für einen Stadtteil oder für ein Projekt zu arbeiten. Kein Wunder, dass sich der Bürger vom Staat verabschiedet. 57 Milliarden Euro städtische Schulden in Nordrhein-Westfalen. 232 Milliarden zusammen mit denen des Landes. Finanzlöcher, Fördermillionen versenkt und verbaut, in Schattenhaushalten vergraben. Schulden mit neuen Schulden bezahlt. Aber offenbar ist vieles möglich, wenn Deals politisch gewollt sind. Und das wird dann über Gesetze passend gemacht. Vor 20 Jahren wurden Kassenkredite, eine Art städtischer Dispo, sehr streng geregelt. Sie waren nur dazu da, kurzfristige finanzielle Engpässe einer Stadt zu überbrücken. Wenig später wurden diese strengen Regeln aufgeweicht. Städte durften sich länger und höher mit Kassenkrediten verschulden. Der endgültige Startschuss für den Schuldenturbo. Denn Kassenkredite sind nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Mittlerweile erlaubt der Gesetzgeber, die riskanten Dispos sogar auf 10 Jahre auszuweiten. Jede Regierungspartei hat mitgemacht. Hat die Kontrolle versagt? Der nordrhein-westfälische Innenminister hat die oberste Aufsicht über die Städte, die sich jahrelang mit riskanten Krediten in Milliardenhöhe verschulden durften. Mit der Rechtsaufsicht bekommt man kein Geld in die Kasse. Das Entscheidende ist, ob man solche Kredite gewährt oder nicht. Die Alternative stellt sich gar nicht. Weil eine Kommune muss beispielsweise die Miete für Langzeitarbeitslose finanzieren. Sie muss über die Landschaftsverbände die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung finanzieren. Und deshalb sind solche Kreditlinien zu gewähren. So haben die Städte in Nordrhein-Westfalen bisher 22 Milliarden Euro Kassenkredite angehäuft. Schulden, für die es keinen Gegenwert gibt. Ist das immer so? Gibt es keine Alternative? Wie machen das die anderen Bundesländer? Es gibt auf der einen Seite sicherlich politische Absprachen, dass man einer Stadt das Wirtschaften nicht noch schwieriger machen will. Aber auf der anderen Seite ist bei uns in Nordrhein-Westfalen die Aufsicht längst nicht so streng wie in anderen Bundesländern. In Baden-Württemberg, in Bayern dürfen Kommunen derartige Schulden gar nicht machen, wie sie bei uns an der Tagesordnung sind. Das Leben auf Pump, in Nordrhein-Westfalen staatlich legitimiert. Und das funktioniert nur, weil das Risiko weitergegeben wird. Geht die Stadt pleite, muss das Land einspringen. Und geht das Land pleite, muss der Bund haften. Noch vertrauen die Banken, geben Kredite. Wie weit sind Sie denn im Tagesgeld mit Ihrem Satz? Und deshalb wird Clemens Stoffers im Essener Rathaus auch morgen wieder zum Telefon greifen und mit den Banken telefonieren. 0,36 und wir verlängern das dann für einen Tag. Das ist mir alles ein bisschen teuer. Dann machen wir das so 47.038. Gut, vielen Dank. Zeit kaufen, solange es noch klappt. Schulden mit neuen Schulden bezahlen. Doch am Ende muss immer der Bürger für alles aufkommen. Egal in welchem Bundesland.